Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu meinem ersten Video von diesem Kanal 2K FIFA. Und heute mal sind wir in Rocket League drin. Das Spiel ist kostenlos und macht richtig viel Spaß. Mit Foodzocker HD, wenn ihr ihn kennt, könnt ihr gerne mal abonnieren. Ich tue den Link in die Videobeschreibung, dann würde ich sagen, fangen wir auch schon mal gleich an. Ich denke mal, Online-Match wäre ganz gut. Hier muss man alles auswählen. Ich würde euch das Spiel auch mal sehr empfehlen, weil es einfach richtig Spaß macht und ihr seht es jetzt auch. So, 2 gegen 2 dauert halt mal ein bisschen zu suchen, aber da lege ich jetzt einen kleinen Cut rein. Bis gleich! Jo, da sind wir wieder. 3, 2, 1 und los geht's. Daniel ist hier vorne. Wir spielen jetzt 2 gegen... Wir 2 spielen gegen noch welche. Ich bin nicht der Beste in dem Spiel. Ihr habt noch gesehen, ich bin Anfänger, weil ich einen neuen Account mehr erstellt habe, weil mein anderer FIFA-Account gehackt wurde und da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr weiter zu spielen. Auf jeden Fall, es gibt auch so Sachen wie jetzt 100er Boost zum Beispiel. Oh, hier machen wir erstmal das erste Tor. Hier sieht man auch, wir spielen gegen 2 Semi-Profis. Ja, ich bin noch Anfänger, das ist das Schlechteste. Danach kommt Semi-Profi, dann kommt Profi und dann geht es irgendwie weiter. Und auf jeden Fall, ja, muss ich mich erstmal wieder einspielen. Das ist schon sehr lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Er ist eigentlich noch nicht so lange draußen, aber ich habe schon knapp eine Woche nicht mehr gespielt. Aber wo? Wir waren Schingling bei den Boost. Auf jeden Fall, wenn man da 100 Boost hat, alle sagen eigentlich 100er Prezi, könnt ihr euch auch bekannt sein. Aber wenn man die einzeln wirklich dann 100 Boost, und das zeige ich jetzt mal, da kann man einfach von hinten so durchfetzen, bis die 100er Boost vorbei sind. Ich bin eigentlich schon am Ball vorbeigesprungen. Ja, jetzt müssen wir wieder hinten arbeiten. Oh, und dann macht das hier Foodzocker.at richtig stark. So, jetzt müssen wir beide nach vorne. Beide nach vorne. Mach ihn rein. Bitte. Oh, er ist zu schlecht dafür. Und ich mache ihn auch nicht im Abpraller. Aber er hat ihn richtig stark geführt, den Ball. Ja, muss, kann man nichts sagen. Und jetzt haben wir gerade einen Fehler gebaut. Ich würde mal sagen, ich gehe ins Tor. Gut, sogar geht drauf. Und nein, er macht ihn sogar. Nein, doch nicht rein. So, jetzt geht es nochmal weiter. Bekommen wir hier den Ball. Ich springe oft am Ball vorbei, wenn ihr es merkt. Aber Daniel kriegt ihn wieder nicht rein. Und jetzt setzen wir mal unseren 100er Boost ein. So, hier kann man auch schön die Kamera umschalten. Da sieht man, was da hinter dir so abgeht oder wo der Ball ist. Aber das ist wieder Daniel. Daniel geht wieder vor und... So, nein! Ich hab den... Was scheiß Gegner weg, auf jeden Fall. Man kann auch einen zerstören in diesem Spiel, wie ihr es gerade gesehen habt. Natürlich nicht so toll, aber... Muss auch mal sein, auf jeden Fall. Was? Hätten wir hier ein Tor gemacht? Nein, ich bin wieder am Ball vorbei. Ja, nein. Foodzocker HD hätte ihn fast auch nicht gemacht. Auf jeden Fall, Foodzocker HD ist ein cooler Typ. Wir hatten früher auch meinen YouTube-Account in der Kanal, wie man sagt, wo wir 2 drauf waren, aber da haben wir dann unter Film geschmissen, hatten wir glaube ich 62 Abonnenten. Ja, keine Ahnung, wir haben dann einfach aufgehört. Jetzt haben wir 2 unterschiedliche Kanäle, Foodzocker HD, meiner, also seiner, und meiner wird dann wahrscheinlich, ich habe ihn noch nicht erstellt, aber ich habe schon ein Video, das ist jetzt mein erstes Video, was auf diesem Kanal kommen wird, und der Kanal, wie ihr dann auch schon sehen wird, wird 2K FIFA heißen. Auf jeden Fall finde ich ein richtig cooler Name, und hier wird schon wieder einmal zerstört, der Daniel wurde zerstört. Daniel ist der Name von Foodzocker HD. Ja, Mann, wir machen schon wieder ein Tor, Alter. 2 zu 1. Aber wir sind noch nicht Erster. Wir sind noch nicht Erster. Auf jeden Fall, für einen Anfänger schlage ich mich hier eigentlich gut, wo ich noch nicht so oft gespielt habe. So, nur noch 2 Minuten. Ihr seht, das Spiel geht auch relativ kurz. Ich glaube 5 Minuten. Ja, und man bekommt immer so Punkte. Und dann bekommt man am Ende auch noch so... Was soll ich sagen, so ja, ich sag jetzt mal Überraschungen, wo man dann fürs Auto anwenden kann.
zum Beispiel eine Krone oder dass hinten ein Blitz rauskommt, wenn man den Fuß anwendet. Das machen wir jetzt hier. Also wir gehen erstmal schön ins Tor und hauen hier den Ball weg. Und nochmal, wo ist der Ball? Hier kann man dann schön auf die Ballkamera umschalten. Das finde ich auch sehr schön gemacht in dem Spiel. Aber auf jeden Fall das Spiel, dass es kostenlos ist, wundert mich eigentlich richtig. Oh, komm, mach ihn. Nein, Latte. Ja, das Spiel ist kostenlos. Wundert mich eigentlich richtig, weil für das Spiel würde ich auch mal 20 Euro ausgeben oder so, wenn man mal bedenkt, FIFA kostet, ich glaube, FIFA 16 kommt ja bald raus, das wird dann am Anfang 75 Euro kosten. Auf jeden Fall geht ein Tag, bevor es rauskommt, zu Expert. Da kostet es eigentlich immer 40 Euro. Und ja, bekommt es einen Tag früher. Ist eigentlich eine richtig coole Sache. Ja. Vor allem so bekommt man schon FIFA für 40 Euro. Aber FIFA ist jetzt auch nicht mehr das beste Spiel zur Zeit. Ja, kann man nicht machen. In den Preisspannen und so. Einer von EA, ich glaube der Rob oder wie der hieß, hat ja auf, ich weiß nicht, Twitter oder Facebook gefragt, die Community, wie sie mit den Preisspannen zurechtkommt. Weil da haben halt einige gesagt, die sollen mehr aktualisiert werden und so. Ja, und dann denke ich mal, dass sie nächstes Jahr mehr aktualisieren. Ja. Und dass die Preisspannen wahrscheinlich dann nicht wegkommen. Aber jetzt habe ich schon so viel wieder über FIFA geredet. Ja, und ihr seht, Nachspielzeit gibt's auch. Also das ist jetzt Goal in Goal eigentlich. Und unser Gegner macht hier das Goal. 3:2 und jetzt haben unsere Gegner gewonnen. Hat er richtig schön reingemacht. Ja. Da bei so einem Tor kann man nichts machen bei den Gegnern. Auf jeden Fall, das war das erste Video von mir. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und hier seht ihr nochmal, dann bekommt man so ein Auto zum Beispiel oder auch andere Teile. Ja, ich bin raus und sag ciao!